Jo, Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute fahre ich die, wie auch immer man es auch will, Bourgogne-Ville. Ich denke, das ist richtig, Bourgogne-Ville. Rang 1 bei den Franzosen, jetzt dazugefügt vor schon ein paar Wochen, aber noch relativ neu. Ja, viel gibt es zu dem Schiff nicht zu sagen. Ich habe vergessen, wie die Spezifikationen sind. Ein paar Tonnen wird es wiegen, in Dienstgestalt auch vor 100 Jahren oder so. Ich bin schon ein paar Mal gefahren jetzt. Ich habe jetzt einfach tief im Kopf behalten. Ich glaube, die Reichweite ist bei 10, 10 irgendwas. Ich habe das ja schon komplett modifiziert hier. Geschwindigkeit werde ich gleich sehen, wie schnell ich maximal fahre. Aber ich glaube, das waren so 18 Knoten. Die meisten dieser Schiffe sind ja ungefähr bei 18 Knoten angelegt. Irgendwas zwischen 16 und 18, ich glaube 19 ist auch mal mit bei. Und ja, mal schauen, wie es jetzt läuft hier. Wo will er jetzt, was soll das werden? Jo! Du bist ein Depp, Junge. Teamkillstrafe. Also, du musst ja gleich vernichtet werden. Ich habe mich extra gewaschen, mir die Unterhose gebügelt und dann so eine Scheiße hier gleich am Anfang, ja, echt jetzt. Ich sehe dann auch nicht ein, warum ich ausweichen soll. Ich meine, wenn der hier hardcore drauf zuhält, ne, auf mich zuhält, warum soll ich ausweichen? Ja. Also, egal. Andere werden jetzt sagen, ich hätte ja auch ausweichen können, aber ich finde das, weiß ich nicht. Ich finde, ich habe Vorfahrt. Ganz einfach. Wie man sieht, ich kann hier nur mit HE schießen. So, ähnlich wie bei den Briten, wo man nur allerdings mit AP schießen kann. So, normalerweise sind das hier ziemlich schnelle Gefechte. Obwohl, ich habe letztens, als ich mit Kaiser Franz gespielt habe, ich glaube, da waren es auch ein bisschen länger. Ich glaube, der eine lief sogar 14 Minuten oder so knapp. Wie ihr seht, sehe ich noch nichts hier. Ich habe den Kapitän auch, das ist ein neuer Kapitän. Ich habe jetzt keinen anderen aus meiner Reserve dazugenommen. Ich habe jetzt einfach den, der mit dem, bei dem Schiff dabei war, halt genommen. Und ich weiß nicht, ich habe auch erst einen Punkt vergeben. Da muss ich einen. Jetzt geht's los. Ich versuche überwiegend Salven zu schießen, das haben wir mittlerweile so ein bisschen angewöhnt. Hier hat man ja wirklich ziemlich schnelle Nachladezeit. Ich glaube, bei den Briten war es noch schneller, so 2,5 Sekunden. Zumindest bei der Black Swan. Mein Zitadellentreffer, jetzt ist er weg. Noch ein Zitadellentreffer. Ja, das ist natürlich in dem Bereich passiert das relativ häufig. Das finde ich auch ganz geil. Und eine Zeit lang macht das mal Spaß. Und gerade wenn man so dann schon ziemlich hochstufig fährt und das dann oft frustrierend ist, dann einfach mal so ein schnelles Spiel machen. Deswegen lasse ich auch immer so ein, zwei Einser drin. Oder auch ein paar Zweier, um halt mal wieder niedrigstufig zu fahren, um mal ein bisschen abzuschalten. Komm her hier. Hier ist er. Hammelpunkt mit. Okay, keine Tarnbemalung drauf. Das ist natürlich, oh shit. Und ich glaube, ich ramme gleich ein, wenn es schlecht läuft. Ich versuche einfach hinter die anderen zu kommen, damit die jetzt ein bisschen vorfahren und ich aus dem Visier genommen werde. Jesus. Scheiß mich an. Naja. Es ist ja so, dass hier Mut nicht besonders belohnt wird, weil das natürlich als ziemlich untaktisch erzählt. Das heißt, wie oft haben wir es schon gehabt? Kaiser Franz. Ja. Wenn die so schnell vorbrettert irgendwie und dann sagt, ja, hier ist ja auch niemand und so. Ich denke mir, dann fahr doch nicht da in 5 Schiffe rein. Ja. Aber sie hat da nicht so die Geduld. Sie versucht das manchmal, aber es klappt halt nicht so gut. Problem gelöst. So. Jetzt also wieder drehen, auf die Schiffe zufahren. Ich bin erstmal rausgenommen hier aus der aus dem Fokus. Ich werde nicht mehr als Fokus fokussiert. Ist das noch einer? 8-9.
Kill wäre mal geil irgendwie. Ich habe ja erst 5 Treffer hier. So, total scheiße. Okay, 7 sind jetzt, aber. Ja. Den habe ich mir schön geklaut. Für mich ist das KS, aber ich meine, hier ist das. Das ist ein bisschen wie im War Thunder Arcade, wo da auch alle rummetzeln, bei bestimmten, wo man hier diese Domination-Dinger hat. Da. Ah, der verdrückt mir jetzt, hä? Ja, stimmt, hätte ich mal auf seinen Schornstein geachtet, wäre es mir aufgefallen. Rückwärts? Ja, muss ja rückwärts fahren. Ich wollte gerade sagen, der neben mir ist doch gleich weg hier und tatsächlich ist es so. Das ist irgendwie komisch. Ja, ich bin gerade so ein bisschen konzentriert hier. Ich versuche nämlich irgendwie irgendwas zu schaffen hier. Vielleicht noch ein Kill oder so. Das wäre schon mal ganz töfte. Für mich ist das schwierig. Manchmal ist das so, da sieht man nicht genau, wie fahren die, in welche Richtung. Fahren die so schräg nach vorne? Fahren die schräg links nach vorne? Oder fahren sie gleich in den Arsch? Oder irgendwie sowas in der Art. Das rauszufinden, ja, gilt es natürlich. Okay, der Kollege will jetzt abgehen hier. So, vorhin sagte ich, ich bin bei 10,8 oder so Reichweite an Kilometern. Offensichtlich sind es nur 9,8. Das ist doch scheißegal eigentlich. Wir haben die Führung. Ich mache da oft so Manöver. Ich versuche halt irgendwie abzudrehen, lass andere vor und komme genau später wieder zurück. Weil ich nicht so ein Typ bin. Ich fahre nicht gerne ewig weg. Es sei denn, ich bin der letzte Spieler, aber wenn da noch 4 andere sind, also wird es auch knifflig, vor allen Dingen, weil die natürlich einfach versuchen zu verfolgen. Und wenn sie einen schon gesichtet haben. Und vielleicht selbst wenn sie einen irgendwie verlieren, fahren sie natürlich die Richtung, wo sie einen vermuten. Und das ist meistens auch richtig dann. Die richtige Richtung. Aber das ist auch ziemlich gut hier. Richtig. Noch ein Brand. Den wird mir einer wegnehmen, glaube ich. Echt den Brand noch löschen. Ich glaube, jetzt hole ich ihn. Jupp. Gut, jetzt den Kollegen hier. Eigentlich wäre es am besten, ein bisschen weiter vorzuzielen. Das war ein bisschen zu weit. Der brennt aber ganz ordentlich jetzt. Das hämmert richtig gut rein. Ja. Den würde er wohl, da den einen er nicht gelöscht hat, würde er wohl den anderen auch erstmal nicht löschen. Und mit 2 Bränden ist man natürlich schneller weg. Nein! Ach man. Unser Sieg ist in Sicht. So, jetzt seht ihr nur 2. Ich glaube, Bubski hier irgendwo unterwegs. Winnie, 2K2. Guck mal, der eine hat schon Krake fallen gelassen. So, ein Angeber jetzt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ich keinen weiteren Kill mache hier. Ganz einfach, weil der da vorne schon fast weg ist. Der andere wird wahrscheinlich ewig wegfahren. Und eventuell werden wir wahrscheinlich, wie oft da jetzt wahrscheinlich gesagt, aber wenn wir vorher cappen. Oder ich hole den jetzt noch da irgendwie. Das war der von ganz am Anfang. Dann kommen wir an seinen komischen Namen. Sergeant Bats. Scheiße, und ich komme mir so langsam vor. Aber selbst wenn ich Captain fahren wollen würde, würde ich auch nicht schneller da sein. Das heißt, ihr könnt ihn auch hier getrost weiterverfolgen. Irgendwie gleich links einschlagen. Aber wenn die jetzt schon schießen, dann wäre ich wohl auch nicht mehr zum Zug kommen hier. Feuer frei, Feuer durch, ja. Frecher, Frecher, Frecher.
Ja, manchmal sind die, also, manche Leute haben ihren Namen, vor allem wenn sie absichtlich Schreibfehler einbauen, nur weil der Name schon vergeben war, weil es halt so ein, ich sag mal, häufig Benutzername ist, es ist einfach knuffig, richtig knuffig ist das. Ich bin gleich in Feuerreichweite, wenn der den Kurs irgendwie hält. Ich glaube, sein Schiff ist langsamer, wenn ich mich recht entsinne. Die hat, glaube ich, nur 18,8 Maximalgeschwindigkeit, die Black Swan. Das heißt, selbst wenn er gerade ausfährt, müsste ich irgendwann, auch wenn es lange dauert, näher rankommen. Wenn man natürlich jetzt ein Schiff verfolgt, das genauso schnell ist wie das eigene, dann wird man nie rankommen. Das heißt, die Entfernung bleibt immer gleich, wenn er denselben Kurs hält und man selbst auch. Logischerweise, brauche ich ja keinem erzählen hier. Wo ist der Typ jetzt hier? Das sind natürlich Momente, da muss man aufpassen, dass man irgendwie einschläft. Oh Gott, ich finde das so scheiße. Jedes Mal, ne? Ich denke mir so, warum gibt es hier keinen Boost? Warum gibt dies und jenes nicht hier? Da. Da! Komm, komm, komm. Du blöde Sau. Gut, wir haben gewonnen. Ja, das war die Bourgeonville. Rang 1 bei den Franzosen. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe mich ja richtig scheiße geschlagen. Was? Wieso bin ich pinkfarben? Was ist das denn für eine Scheiße? Naja, das ist doch nicht normal. Wieso bin ich pink? Seid ihr bekloppt, Jungs? Egal, danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, ciao.